So, da sind wir jetzt auch schon angekommen hier in Walkenried auf dem Benzgeflüster. Und zwar ist das ein kleiner Ableger vom Sternetreffen. Gerne verlinke ich euch unten mal die Seite, könnt ihr mal auf die Seite schauen, auch bei Instagram reinschauen. Ich werde mir heute mal ein paar Fahrzeuge hier angucken. Wer mich noch nicht kennt, auch gerne meinen Kanal hier abonnieren, ein Like auf dem Video dalassen und jetzt einfach mal das Treffen hier genießen. Wir haben uns hier schön positioniert. Letzte Nacht war es auch möglich, hier abends noch mal ein kleines Abendprogramm zu sich zu nehmen, ein bisschen was zu essen, ein paar Fachgespräche zu führen, wirklich in einer sehr, sehr schönen Location. Und das ist jetzt sozusagen ein kleines Treffen, als kleiner Ableger vom Sternetreffen, was im Juli stattfindet. Den Termin blende ich euch ein. Ihr findet auch noch mal alles in der Videobeschreibung zu dem Treffen. Und seid gerne auch vom Veranstalter selbst hier eingeladen. Ja, ich will erstmal hier bei Stefan hinten reingucken. So, dann sehen wir jetzt auch schon zum ersten Mal hier den kleinen Campingumbau vom Krankenwagen. Das Provisorische. Ja, das Provisorische, ja. Und da hast du wirklich so ein schönes Bettgestell, was man hier so zusammenschieben kann. Und hast du gut geschlafen, Stefan? Was sagst du? Super. Hast super geschlafen? Ja. Wir sind natürlich mit dem Camper hier. Habt ihr dann im Camper geduscht und alles oder was? Ja. Achso, ja. Es gibt ja hier auch ein paar Sanitäranlagen. Nö, das hast du dir wirklich schön gemacht. Und vor allen Dingen, man hat hier unten ja auch noch einige Möglichkeiten, Verstaumöglichkeiten, wo man unten was reinpacken kann. Also da ist ja der Platz nochmal viel optimaler genutzt. Ne? Das muss man ja auch sehen. Hier fehlt dir eine Klappe. Achso, das war ja der Arzneischrank, der zum Rausziehen war. Der Spritzenschrank. Genau. Der Spritzenschrank war das. Wer das Fahrzeug noch nicht kennt, ich blende euch hier auch nochmal ein Video ein. Wir haben das ja schon mal vorgestellt, wie es von uns oder von Stefan hier übernommen wurde. Instagram blende ich euch natürlich auch ein. Der gute Stefan ist jetzt auch bei Instagram aktiv. Hier mit unserem Sternenflotte Halle Krankenwagen. Hier ist auch mein 123er, ja, der auch mal wieder auf dem Treffen zu sehen ist. Hier haben wir den schönen Camper, unseren Heimer. Den habe ich euch auch schon mal gezeigt. Kann man sozusagen schön ein bisschen hier drinnen wohnen. Und draußen ist das Treffen. Ach, den hast du Keramik versiegelt? Okay. Das ist ja geil. Dann brauchst du es bloß abwischen. Das, diese Keramikversiegelung schützt ja auch gegen Kratzer und sowas, ne? Wenn dann ein Kratzer reinkommt. Ist nicht ganz so anfällig. Also du kriegst nicht alles, aber im großen Teil, gerade wenn du wirklich bloß Dreck hast, was du bloß abwischen willst, dann ja. Ist okay. Das optimal. So, also wir haben ja jetzt hier B123 Leichenwagen, was ja quasi auch sehr, sehr selten zu sehen ist. Das Top hier ist das, habe ich jetzt auch gerade erstmal gesehen, das ist ja wie so eine, die Beschichtung ist wie beim Putzlack, dass es halt dicht ist und trotzdem ein bisschen beweglich ist, weil es halt alles GFK ist. Und das Problem einfach bei diesen ganzen Aufbauten ist, dass der GFK und Stahlübergang, dass das halt die Schwachstellen sind, die er leider auch hat und wo was dran gemacht werden muss. Okay. Und die Farbe, wie nennt sich dieses Rot hier? Ich würde sagen, es ist ein Barolo-Rot.
Aber es ist nicht Originallack, der ist schon mal nachlackiert worden. Der Originalfarbton ist ein kleines Stück heller. Ja. Im Originalen, aber so einen richtigen Farbcode gibt es nicht, weil der wohl original war, wohl mal schwarz, als er ausgeliefert wurde, aber die haben den dann umlackiert. Und du hast Lederausstattung drin, darf ich mal? Ja. Sind aber vom 116er die Sitze? Ja, sehe ich jetzt auch gerade, ja. Sind nicht die Originalen, sind aber schweinebequem. Und das hier ist zu, warum? Ja, ach, das ist das Fach. Das ist, da ist ein Fach drunter. Mhm. Das haben Taxis und Krankenwagen. Und Krankenwagen. Ja. Das ist weil die halt mehrere, entweder für Signalhorn oder für die Extrabeleuchtung hinten dann oder für Zusatzbeleuchtung. Weil die Fahrzeuge gibt es natürlich auch noch mit Standarten, die du an der Seite befestigen kannst. Dann hast du halt draußen noch Kronleuchter und dafür sind halt diese einzelnen Schalterleisten. Auf der anderen Seite sieht man die. Und das Automatikgetriebe hier. Es ist ein Dreigang-Automat, ja. Ja. Lenkradschaltung. Richtig geil. Wie schaltet sich das so? Ja, optimal. Es ist manchmal ein bisschen schwergängig, aber dadurch, dass es halt mit wie so eine Art Seil zugemacht ist drin. Der ist dann auch drüber gekoppelt mit der Anzeige, dass du halt deinen Gang siehst, ne? Deinen Gang siehst, ja. Das leuchtet auch permanent, wenn es dann an ist. Ja. Das ist ja krass. Also ich muss persönlich sagen, das habe ich auch noch nicht beim 123er gesehen, diese Lenkradschaltung. Gab es bei normalen Modellen als Sonderausstattung, konnte man bestellen. Mhm. Wurde fast nie gemacht, aber gerade hier ist es halt möglich. Und du könntest rein theoretisch, da du den Gang nicht hast, noch einen Mittelkissen reinbauen. Für ein 123er Taxi gab es noch diese Mittelsitze. Dann konntest du vorne noch wie so eine Art Notsitz haben. Und dann hast du sozusagen so einen halben Dreisitzer. Hm. Und du hast ja gesagt, du hast einen 230er. Ist das 230er? Das ist ein 230er Benziner, Baujahr 84 Einspritzer. Hm. Mit 136 PS, also den 100 kW Motor hat der drin. Ja. Und ich habe immer gedacht, die schlucken. Du hast ja gesagt, jetzt. Ja, schluckt ja. Also es ist aber auch vom Aufbau her geschuldet. Das ist wie so eine fahrende Schrankwand. Ja, ja. Und von daher, unter 12, 13 Liter. Ja. Ist es nicht möglich, aber. Ja. Lass uns noch mal hinten reingucken. Hier. Ja. Das ist ja am interessantesten eigentlich bei dem Auto. Und nutzt ihr das jetzt als Camper oder? Ja. Oh, so schön. Ich finde das auch. Vorhin hatte das ja ein bisschen aufgebaut hier mit diesen. Bisschen Lämpchen und so hier. Ja, die Lampen sind einfach so ein kleines Highlight gewesen, wenn man gerade mal abends irgendwo steht, dass du Licht hast. Ja. Das Laminat ist nur verklebt. Ja. Das kann man wieder rauslösen. Also ich finde das richtig schön gemacht. Hier auch so ein paar Lichterketten an der Seite. Wenn es dunkel ist, sieht man es halt richtig. Ne? Und habt ihr auch noch irgendwas, um die Scheiben abzudunkeln? Oder nein, leider haben sie die Originalstangen rausmontiert. Ja, die waren aber ja. Aber ich bin noch auf der Suche nach diesen. Dann kommen da auch wieder Samtvorhänge dran. Mhm. Aber eher dann in Weinrot passend zur Wagenfarbe. Da ist man ja dann auch wie auf dem Präsentierteller. Richtig, ja. Genau. Das habt ihr echt schön gemacht hier auch mit diesem kleinen Tisch hier drin. Und so hier. Ist noch nicht ganz ausgereift und am Tisch sollen noch Boxen rein, deswegen ist es noch nicht verkleidet. Ja. Nee, also ich fand das vorhin, hat es halt ein bisschen geregnet, ne? Da haben wir ja mal ein bisschen drunter gesessen. Also ich fand es so schön, wie er hier drinnen gesessen hat. Ja, das ist halt gemütlich, ne? Viele sagen halt, es ist pietätlos, weil es halt mal ein Bestatter war. Aber ich denke, dass die alten Autos das alle verdient haben, wieder auf die Straße gebracht zu werden, egal was es für Modelle sind. Auf jeden Fall. Also ich finde. Ist das so richtig urisch, jetzt wenn ich mir noch vorstelle, dass hier die Vorhänge und hinten das auch noch ein bisschen zu ist. Es gibt ja auch die Möglichkeit, habe ich auch gesehen, dass man hier vielleicht auch so Vorhänge als Abtrennung machen kann zum Fahrerhaus und so. Gibt's alles. Das ist ja. Darf man aber nicht zumachen beim Fahren durch den Rückspiegel. Genau, ja. Aber, ansonsten ist das auch möglich, da noch einen Vorhang hinzumachen oder mit Kurteln, mit Franzen. Da ist ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ja. Nö, also da muss aber auch ich beim Ausbau mit Kühlschrank sind Steckdosen da, also die haben es wirklich. Also da bin ich echt mal gespannt. Ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall noch. Auf jeden Fall, definitiv am 30.07. Ja, und vielleicht auch mal auf dem Treffen bei uns. Auf jeden Fall, einfach nur Bescheid sagen. Ja, das hier ist
Also der gefällt mir richtig, richtig gut. Wie gesagt, ich habe ja auch immer geliebt, mit meinem 123er Krankenwagen aufzubauen. Aber wie ich dir ja schon gesagt habe, das ist einfach zu viel Arbeit. Jetzt müsste sich wirklich einer richtig machen. Ach ja, und der Griff hier, wie du gesagt hattest, das darf man nicht. Die Tür sollte man, die Kofferraumklappe sollte man nicht schmeißen, weil die ist bloß im GFK verankert verstärkt. Das heißt, wenn du die zufallen lässt, kannst du auch Pech haben, die reißen die Scharniere oben auf. Nee, wirklich sehr, sehr. Also wenn man hier hinten reinguckt, ich finde diese Optik mit dem Holz und so, das sieht wirklich sehr, so schön aus. Ein bisschen hell und ein bisschen dunkel. Freut mich. Das ist der Saat. Da war lange kein Saat mehr drin. Also 190er haben wir ja mittlerweile sehr viel auf dem Treffen, aber dieser Anhänger, der fetzt ja wirklich, ist das auch deiner? Ja. Okay. Das ist ein eigenes Regie entstanden. Ach, zum Pennen ist das? Ja. Alter, das ist ja ein Schlafanhänger. Vor allen Dingen sieht ja richtig gemütlich aus hier mit diesen Kerzen und sowas. Ist es. Ist das selbst umgebaut? Ja, komplett. Ah, das ist ja geil. Und das ist ein 190er, habt ihr vorne abgeschnitten, ne? Und dann einfach hier dran gebaut. Wie läuft es da mit TÜV und allem, also dass man es auch zugelassen bekommt? Ich war von Anfang an beim TÜV. Also bevor ich überhaupt mit dem Projekt angefangen habe, habe ich die gefragt, ob man sowas überhaupt darf. Ja. Hatte tatsächlich erst erwartet, dass man mich da hoch kann, wieder rausschmeißt. Aber es war genau andersrum. Sie haben gesagt, ja, cooles Projekt. Und das und das und das musst du beachten. Haben wir dann im Grunde eine Stichliste in die Hand gedrückt, was ich abarbeiten muss. Ja. Und am Ende war es dann mit der Zulassung kein Problem. Das ist ja, also ich habe das schon mal gesehen, diese abgeschnittenen, aber dass du dir das hier schön zum Schlafen hergerichtet hast, was hast du da drin? Darf man da mal reingucken? Ja, klar. Also, dann hast du hier noch, ach, das geht durch. Ah, da hast du quasi den Kofferraum nochmal nutzbar. Ich habe jetzt gedacht, dass es auch abgetrennt ist. Nee, dass die Rückwand habe ich rausgenommen und den Tank eben auch. Dann kannst du das nochmal schön benutzen. Hier hast du nochmal... Strom sorgt eine dicke LKW-Batterie. Eine riesen Batterie, was hast du vor? Also es ist jetzt hier... Hauptsächlich habe ich die große genommen, einfach wegen dem Gegengewicht. Ja. Damit ich nicht so viel Stützlast habe, weil da muss man bei den kleinen Anhängern ein bisschen drauf achten. Okay. Das ist maximal 75 Kilo. Ja. Und das Ding ist halt gutes Gegengewicht. Das ist ja echt, also das ist wirklich was, das fetzt richtig. Vorne fehlt noch ein bisschen Lackierung, sehe ich, denke ich mal, oder ja, generell, also der Wagen kriegt noch die komplett selbe Folie wie er. Ja. Damit der gleich aussieht, irgendwann dieselben Felgen, wenn ich denn mal welche kriege. Ja, vor allem musst du ja auch einzeln bekommen. Richtig, das ist das Problem, weil ich habe keinen Bock, 4 Stück zu kaufen. Ja, und was auch fetzt, ist ja das Schiebedach. Wie betreibst du das? Auch das elektrisch. Auch elektrisch? Auch alles über die LKW-Batterien. Also das Schiebedach, das ist mit Schalter und... Ja. Also alles an Komfort, sag ich mal, was der Wagen früher hatte, hat er auch jetzt noch. Ja, hast du ja oben auch die... Also das wirklich, muss ich jetzt echt mal sagen, ich bin ja selber Camper, also wir sind alle hier auf Campingtrip, ne? Ich baue mir auch gerade ein Vito so ein bisschen als Campingfahrzeug und sowas. Aber das so als Anhänger, das ist ja wie so ein kleiner Wohnwagen, sieht erstens mal richtig geil aus und du schläfst halt wie in so einem... Also ich habe gedacht, es gibt niemanden, der noch verrückter Benz-Fan ist als ich, aber das ist ja wirklich... Ja, ich habe es wie gesagt auch eigentlich bei diesen VW-Bus-Leuten gesehen. Ja. Ey, das ist Hammer. Ohne Witz. Also vor allen Dingen, weil du ja hier drinnen schläfst, du kannst das Schiebedach, kannst ja auch komplett aufmachen. Kannst du komplett aufmachen. Kannst den Sternenhimmel angucken. Ja. Ich muss sagen, ey, echt top. Also das ist wirklich... Ach, du hast das Auto quasi wie als Schlachter gekauft und dann... Genau.
Also ja. da war nichts mehr drin, außer einem Lenkrad, einem Fahrersitz und einem Motor. Alles andere an Anbauteilen, Kotflügel vorne fehlten. Ja, und man die Scheinwerfer fehlten. Das ist ja geil. Ja, das Ganze, die Unterkonstruktion ist halt ein Holzgestell. Ja. Damit ich eine Ebene Fläche habe. Mhm. Hier ist ja noch wie so ein kleines Fach, ne? Ja, warte. Baust du wahrscheinlich noch Ich habe noch keine Löcher reingebohrt. Ja, ja, du baust noch ein kleines Loch oder. Ja, genau. Oder ein Schraubenzieher oder so. Da ist dann halt Platz für Schuhe und Gaskocher, all das, was man halt. Ja, so kleines. So häufig braucht. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, du hast ja dein Auto ja trotzdem noch. Ja, genau. Ja, und das ist ja wirklich nur zum Schlafen. Und darf man fragen, was du jetzt so insgesamt für den ganzen Umbau bezahlt hast, was man jetzt so... Das wüsste ich selber gerne. Mhm. Also gekauft habe ich den Wagen für 400 Euro damals. Ja. Und ich denke mal so, also die Stunden rechne ich nicht mit rein. Ja, genau, nur so. Aber Material, ich sage so ungefähr 1000 Euro. Und guck mal. Also wenn ich... Sag mal, wenn man jetzt grob sagen würde, so 2000... Das ungefähr, kriegst, ja, du kein, ja. kriegst du keinen Wohnwagen für. 1,5, ja. 1,6 irgendwie so in dem Die Last, also wie ist das zulässige Gesamtgewicht hiervon? 750 Kilogramm. 750, also du könntest jetzt sogar wahlweise damit Sachen transportieren. Ja. Müsstest ja nicht mal drin schlafen, sondern könntest das einfach rausnehmen. Und genau. Nur habe ich eben das Problem dadurch, dass ich vorne einen sehr weiten Überhang habe, ja. dass ich schnell die Stützlast erreiche von 75 Kilogramm. Ah, okay. Hm. Ja. Und hier hast du nochmal so eine LED. Also ich kann mir das richtig schön gemütlich vorstellen. Du sagst also. Es ist wirklich sehr gemütlich. Also ich kann in dem Ding besser als wenn ich zu Hause umschalte. Ja, und es riecht nach Mercedes. Weißt du, es riecht nach Mercedes, es riecht nach 190er. Und es ist ja schön, dass man so einem 190er noch eine Geschichte geben kann. Ist halt einfach so. Ansonsten wäre der in eine Presse gekommen und dann habe ich gesagt, dann nehme ich den jetzt halt, weil ich brauchte ja kein schönes Auto. Ja. Ja, ich wusste, ich zerschneide den eh. Ja. Das musste kein Liebhaberfahrzeug mehr sein. Ja. Nee, also wirklich, also das ist richtig cool. Das ist richtig cool. Also ich habe schon viel gesehen und es kommt immer was Neues dazu, muss man echt sagen. Ja, der Bereich hier, die Scheibe habe ich halt rausgenommen, weil ich hier schneiden musste. Du kannst ja Glas schneiden, das ist nicht so geil. Ja. Das wird dann noch schwarz lackiert. Ja. Die Scheiben kriegen auch noch eine neue Tönung, weil das sieht kacke aus. Dass es dann im Grunde so aussieht, als wäre halt eine getönte Scheibe dahinter. Okay. Und der Rest vom Wagen kriegt dann dieselbe Folie wie er. Was ist das für eine Folie? Das ist Nardo-Grau. Ja. Von Audi ursprünglich. Nee, das ist dann wirklich richtig cool. Und kannst du dann im Sommer starten? Kannst du mal sagen, hier, ich fahre an den See raus oder fahre mal irgendwo? Ist spontan mit dem. Ja. Ja. Denkst du dahinter, braucht wenig Platz. Find's echt mega. Wochenendtrip oder für Festival. Ja, vor allen Dingen für Festival, ja, alles, also, ne, coole Sache, coole Sache. Ein, zwei Ideen habe ich mit der Kiste noch, aber das kommt halt so Stück für Stück dann. Freut mich. Ne, das ist echt cool. Die meisten drauf geachtet haben. Was, dass die Reflektoren dran sind? Dass die Reflektoren dran sind, weil wir leben in Deutschland, die müssen in einer bestimmten Höhe zur Straße sein, die dürfen nicht irgendwo dran gebatscht werden. Ja. Hinten auch, hinten muss ich dreieckige Rückstrahler haben, weil es ein Anhänger ist. Ja. Die habe ich erstmal notdürftig an die Stoßstange dran geschraubt. Ja. Ach, das fällt überhaupt nicht auf. Also, fällt überhaupt nicht auf. Und man kann sich ja drinnen immer gemütlich machen, ein kleines Regal noch rein, hinten kannst du das ja nutzen. Und wenn du damit fertig bist, vielleicht noch eine Verkleidung, Kofferraum und so, das wird... Hammer. Ist halt ein Stück für Stück Projekt. Ich habe das da nicht so sonderlich. Und ich finde das schön, dass du das mit dem TÜV zusammen gemacht hast, weil nicht viele haben die Möglichkeit dazu. Ja? Viele sind halt abgeschreckt von dem Projekt, wenn sie dann nicht wissen, ob das dann TÜV-fähig bekommen und so. Und da ist das wirklich schon ein richtiges Einzelstück. Und am Ende. Das kann ich echt jedem nur empfehlen, der irgendwas Besonderes vorhat. Ja. Einfach vorher zum TÜV zu fahren und einfach kurz zu fragen. Ich meine, das kostet, ich glaube, so ein Beratungsgespräch, da kostet irgendwie 10, 15 Euro. Ja. Und dann hast du aber auf jeden Fall die Sicherheit vorab vom TÜV. Mhm. Meistens helfen sie dir dann ja auch, geben dir irgendwie Schriftstücke mit, was man beachten muss, etc. Ja. Jetzt sind wir schon am Ende des Videos angekommen.
dadurch, dass es doch sehr, sehr viele Gespräche gab, viele Interviews und sehr schöne Kontakte zustande gekommen sind, ist das Video ein bisschen länger geworden. Deswegen wird es noch ein Teil 2 geben, wo es dann weitergeht, wo ich dann weitere Fahrzeuge und Gespräche hier vorstellen kann. Erstmal bedanke ich mich fürs Zuschauen. Es war ein sehr, sehr schönes Treffen. Wie gesagt, vergesst nicht mal auf der Seite von Sterntreffen vorbeizuschauen. Alles findet ihr in der Videobeschreibung, auch ein Like und ein Abo auf dem Kanal hier dazulassen. Ihr könnt auch gerne das Video teilen, euren Freunden zeigen. Und wir freuen uns natürlich auf die nächsten Treffen und auf das nächste Video. Bis dahin, euer MT Benz 140.